Seit 1998 wird Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jahren aus dem sächsisch-bayerischen Städtenetz die Gelegenheit gegeben, sich als Nachwuchskünstler im bildenden bzw. gestaltenden Bereich der Kunst zu präsentieren. Die Siegergalerie der mittlerweile 9. Jugendkunsttriennale war bereits im März in Plauen zu sehen. Nun macht die Ausstellung auch in Zwickau Halt. Am Sonntag wurde sie in der Galerie am Domhof im Beisein einiger Künstler eröffnet. Eine der zweifelsohne sinnvollen Festlegungen der Jugendkunsttriennale ist das Wandern der Preisträgerausstellungen aller beteiligten Städte. So können die Besucher in der Galerie am Domhof in Zwickau seit vergangenen Sonntag nicht nur die Siegerstücke dieses Wettbewerbs sehen. Neben allen Preisträgerarbeiten sind zudem alle Zwickauer Exponate zu bestaunen. Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben, zitierte Alexandra Hortenbach zur Eröffnung Pablo Picasso. Und einige Aussteller beweisen durchaus, diese Tugend angehen zu wollen oder sie bereits zu beherrschen und sogar unter Zeitdruck. Bestes Beispiel Lena Krittler. Erste Ausstellung, Hauptpreisträgerin und Titelbild für das Zwickauer Ausstellungsplakat. Also überrascht war ich auf jeden Fall. Um ehrlich zu sein, hatte ich erst gar nicht vor, was abzugeben, weil ich ein bisschen Zeitstress hatte und ich bin ein sehr fauler Mensch. Aber meine Mutter hat mich dann am Ende nochmal überredet, dass ich vielleicht doch noch was abgeben könnte. Und dann habe ich im letzten Moment noch alles fertig gemacht. Und dann kam irgendwann der Brief, dass ich ersten Platz gemacht habe. Und da war ich natürlich erstmal baff. Du machst zurzeit eine Ausbildung in Plauen am EO und hast ein Praktikum im Theater. In welche Richtung soll es denn gehen? Vielleicht auch in diese Richtung? Ja, also Bühnenbild würde mir auf jeden Fall gefallen. So, mein Praktikum macht mir auf jeden Fall Spaß und die Leute sind nett. Ansonsten bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Lena steht damit auch für die Effektivität der Zwickauer Teilnehmer. Mit 37 eingereichten Arbeiten und 9 errungenen Preisen konnte die Muldestadt absolut überzeugen. Dieses Jahr wurden 4 Hauptpreise vergeben, eine Gemeinschaftsarbeit. Deshalb gibt es 5 Hauptpreise tatsächlich, die mit 500 Euro dotiert sind. Dann gibt es 20 Anerkennungspreise im Wert von je 200 Euro. Und dann gibt es noch 2 Förderpreise. Das richtet sich natürlich auch immer noch mal die Aufteilung auf die eingereichten Altersklassen. Also man hat natürlich immer die Schwierigkeit, wie will man eine Arbeit einer 14- oder eines 14-Jährigen bewerten, wenn man daneben eine Arbeit vielleicht eines sogar bereits ausgebildeten Grafiker oder Gestalters hat von 25 Jahren. Deshalb ist es sehr schwierig, aber ich hoffe und denke, die Jury hat eine gute Arbeit gemacht. Ein Hingucker der Ausstellung ist auf jeden Fall Black Swan. Mitten im Raum thront ein Kleid, das durchaus auf so manchem roten Teppich getragen werden könnte. Der Macher erhielt dafür einen Anerkennungspreis und schildert das Warum und Wieso wie folgt. Meine Mom hat halt früher mit mir schon immer gebastelt und auch kreativ immer versucht, im Kindesalter verschiedene kreative Aufgaben zu machen. Und ich sag mal so, vielleicht wurde mir das einfach so ein Stückchen in die Wiege gelegt und in die Genen so. Und dass ich einfach so Spaß am kreativen Gestalten habe und jetzt halt besonders auf die Mode. Weil meine Mom das halt auch früher auch in ihrem Alter, also mit 16, 17 auch so gemacht hat. Jetzt hast du ja ein Kleid gemacht, ein schwarzes Kleid. Du hättest auch was für Jungs machen können. Warum ausgerechnet das? Ja, ich sag mal so, mein Designvorbild ist so ein bisschen Alexander McQueen und ich möchte gern später Modedesign studieren und aber eher so in die Damenrichtung gehen, weil mich es mehr anspricht mit mehr Mustern und Tüll und immer so, da kann man, sage ich, ein bisschen kreativer sein als bei den Männern, weil die Frauen sich da schon mehr trauen, was zu tragen und deswegen gefällt mir das besser, mit mehr Stoffen zu arbeiten und größer und pompöser. Ein weiteres Beispiel, wie ein gefördertes Talent bereits in jungen Jahren eine klare berufliche in Richtung Kunstgehende Vorstellung über die berufliche Zukunft haben kann. Das beweisen allerdings ausnahmslos alle zu bestaunenden Werke. Die Qualität war doch
durchaus gut auf hohem Niveau, teilweise auf sehr hohem Niveau. Wenn man einen derartigen Wettbewerb ausschreibt, hat man natürlich auch eine Vielzahl an Techniken, an Qualitäten. Das liegt natürlich auch daran, dass die Altersspanne von 14 bis 25 sehr breit angelegt ist. Das heißt, es sind doch eher zum Teil kindliche, naive Arbeiten, es sind aber auch sehr erwachsene, sehr reife Ausdrucksmöglichkeiten vorhanden. Und all das bietet eigentlich tatsächlich die Jugendkunsttriennale und stellt, hoffe ich, auch die Ausstellung hier dar. Und mit dem Blick auf die AGs und Zirkel in Zwickau fällt das Resümee eindeutig aus. Also gerade für Zwickau kann ich sagen, dass gerade auch die Preisträger fast alle eine Verbindung auch hier zu diesem Haus, zur Galerie am Domhof hat oder haben. Die vielfältigen kulturellen Veranstaltungen, die hier angeboten werden, sei es Ferienprogramme, die Malzirkel, Steinkohle e.V. zum Beispiel, des Kunstvereins, man sieht, das trägt natürlich Früchte, wenn man früh anfängt. Und da kann ich nur ermutigen, dass auch für die nächste Kunsttriennale, die 2021 hier in Zwickau stattfindet als Hauptaustragungsort, dann auch viele Teilnehmer sich finden und hoffentlich auch gute Beiträge einsenden. Doch ehe Zwickau Austragungsort der dann 10. Triennale sein wird, sollte noch die Gelegenheit genutzt werden, die Ausstellung bis 3. Juni in der Galerie am Domhof zu besuchen.